Hallo und willkommen zu Draufsicht, dem Millenniumsmagazin. Von diesem Studio aus wollen wir uns in den kommenden Monaten auf eine Reise um die Welt begeben. Wir wollen in die einzelnen Länder schauen und euch in jeder Sendung eines der Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten Nationen vorstellen. Hallo und willkommen zu Draufsicht, dem Millenniumsmagazin. Hallo und willkommen bei Draufsicht. Auch in der zweiten Staffel wollen wir uns wieder den aktuellen Problemen aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zuwenden. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Sendung der dritten Staffel von Draufsicht. Was steht in deiner Macht? Heute zum Thema Wasser. Mein Name ist Bert. Mein alltäglicher Beruf hat nicht so viel mit politischem Einsatz zu tun. Dadurch ist es für mich ganz schön, bei Draufsicht mitwirken zu können. Draufsicht ist eine Fernsehsendung. Sie wird alle acht Wochen gedreht und sie wird durch das offene Kanal Alex und einige anderen offenen Kanälen und durch YouTube gesendet. Und sie läuft über entwicklungspolitische Themen. Wir versuchen einfach, die Menschen zu informieren über Themen, von denen sie vielleicht gar nichts gehört haben, Begriffe erklären. Das sind immer so viertelstündige Reportagen zu aktuellen politischen Themen. Als ursprünglichen Slogan haben wir einmal das entwicklungspolitische Fernsehen zum Mitmachen entworfen. Und ich glaube, das trifft das auch heute noch ganz gut. Wir sind mittlerweile in der vierten Staffel. Also angefangen hat das Ganze damit, dass wir die 8 Millennium Development Goals vorstellen wollten von den Vereinten Nationen. Also das sind eben solche Zielsetzungen, die man sich im Rahmen der UN gesetzt hat, um die Welt als Ganzes ein Stück weit zu verbessern. Inzwischen geht es Draufsicht vor allem eben darum, auch aufzuzeigen, inwieweit wir hier vor Ort in Berlin auch in Zeiten einer globalisierten Welt eben mit unserem Handeln Verantwortung tragen für all das, was in der Welt passiert. Das heißt, wir haben mit unserem Verhalten hier Verantwortung dafür, was in anderen Ländern mit anderen Menschen auch passiert. Und in einer vernetzten Welt muss man sich dieser Verantwortung eben bewusst sein. Und ich denke, dieses Verantwortungsgefühl und dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass unser Handeln nicht nur lokal wirkt, sondern eben auch weltweit seine Auswirkungen zeigt, darum geht es Draufsicht eigentlich. Die Beweggründe, um auf die Straße zu gehen, sind vielfältig. Das ist so, dass man ja die Stimme äußern kann und ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Demonstrationen sind auch Teil dieses Kampfes, womit man auch nochmal ganz lautstark auf die Straße gehen kann, öffentlich auftreten kann. Bei Draufsicht bin ich vor 3 Jahren eingestiegen, erstmal als ehrenamtlicher Mitarbeiter. Und jetzt seit Oktober letztes Jahr habe ich quasi die ganze Koordination des Programms auch übernommen bei SODI und somit eben auch die redaktionelle Leitung. Ich bin seit Februar 2010 beim Draufsicht-Team und Draufsicht-Projekt. Das war auch ziemlich am Anfang. Und man kann mich in den alten Folgen noch als Moderator erleben. Was drehen wir jetzt? Nämlich die Müttersterblichkeit bis zum Jahr 2015 um 3/4 zu reduzieren. Was bin ich jetzt? Ja. Oh, hier ist auch recht. Ich durfte auch an Drehbüchern mitwirken und habe verschiedene Tonaufnahmen gesprochen. Darf ich? Nee. Oh, ey. Das wird klebt. Heute liegt mein Schwerpunkt eindeutig im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, ich versuche Draufsicht etwas bekannter zu machen und auch neue Mitglieder dafür zu werben. Als ich in Berlin angekommen bin, habe ich Nichtregierungsorganisationen gesucht, um irgendwas für ehrenamtliche Mitarbeit oder ein Praktikum oder so etwas zu machen. Und ich habe Draufsicht bei der Webseite von SODI gefunden und ich habe sehr interessant gefunden, dass es so ein ehrenamtliches Team gegeben hat, das mit neuen Medien gearbeitet hat, um entwicklungspolitische Bildung zu machen. Als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich das Gefühl, dass
Berlin durchaus das Potenzial hat, sich hier auch politisch engagieren zu können, weil es einfach eine unglaubliche Vielzahl an Vereinen und gemeinnützigen Organisationen gibt, wo man eben auch sich mit Themen beschäftigen kann, die einen interessieren. Wir sind Studis gegen hohe Mieten. Das ist ein Bündnis aus Studierenden, das hat sich im Sommer dieses Jahres gegründet. I'm Elisabeth Kacher, Feminist Lesbian Activist from Namibia. Ich bin Michael Ruf, ich bin der Gründer der Bühne für Menschenrechte und der Autor und Regisseur der Asylmonologe. I do really appreciate what's going on here. I appreciate the government for everything and the support they are giving us. But we asylum seekers, we have only one problem. We come here and they take long to work on our asylum procedures. I don't know, or maybe they don't believe us, or they don't take us serious, or what, because I've been here for 1 year, but I've never even gone for interview. They don't know why I'm here. Kürzlich, da ich so neu bin, habe ich mich damit beschäftigt, so viele vorherige Sendungen von Draufsicht wie möglich zu sehen. Und ich habe das Thema von Critical Whiteness sehr interessant gefunden. Also es gibt auf jeden Fall noch auch Kampagnen über Rassismus in Irland, aber ich hatte solchen Eindruck vorher nicht gehört und das finde ich sehr interessant. Also ein absolutes Highlight in meiner ja noch relativ kurzen Geschichte mit Draufsicht war auf jeden Fall das Interview zu unserer letzten Sendung mit Alison Kohn, einer Anwältin aus Kamerun, die sich eben mit den Rechten von Homosexuellen in Kamerun beschäftigt und Homosexuelle dort vor Gericht vertritt. Das war das erste Interview, das sich auch selber geführt hat und sie war anlässlich des Menschenrechtspreises, den sie von Amnesty International eben hier in Berlin verliehen bekommen hat in Deutschland. Und das war irgendwie eine sehr spannende und sehr charismatische Begegnung. C'est une occasion exceptionnelle pour moi et en même temps l'aboutissement d'une étape, la première et la consécration du succès quand même de cette étape. Qui nous a permis aujourd'hui au Cameroun de mettre le sujet homosexuel sur la table et sur le débat national. Meine persönliche Lieblingsfolge allerdings, das ist Folge 1, Staffel 3, und zwar die Folge über Wasser. Und das aus zweierlei Gründen. Zum einen wird das Thema hier sehr gut aufbereitet. Der Zuschauer erfährt unter anderem, was zum Beispiel virtuelles Wasser ist. Und aus handwerklicher Sicht kann man hier sehr viele interessante Aufnahmen betrachten. Bewegtaufnahmen, wir haben viele Außenaufnahmen dort drin. Und das war ja handwerklich betrachtet auch eine ganz große Herausforderung. Und bei mir war es so, dass ich mich auch mit Entwicklungspolitik oder Politik und gesellschaftlichem Geschehen allgemein schon immer interessiert auseinandergesetzt habe. Und dann wollte ich einfach mal schauen, was gibt es in Berlin, wo man relativ schnell mit netten Leuten sich engagieren kann und irgendwie sich mit den Themen auf eine Art und Weise auseinandersetzen, dass man selber was davon hat und auch andere Menschen erreicht. Dadurch, dass ich Politik studiere, habe ich vielleicht so einen thematischen Hintergrund natürlich. Und das Interesse einfach daran und technische Sachen, also die halt nützlich für Draufsicht sind, habe ich auch erst hier gelernt durch Workshops, durch die Hilfe von anderen Teammitgliedern. Und also wir bringen uns ja alle gegenseitig alles bei. Ich habe mich auch schon vorher mit diesen Themen beschäftigt, also Themen des globalen Lernens und Themen der Entwicklungspolitik. Ich habe auch in dem Bereich studiert. Darüber hinaus ging es eigentlich nie. Also deswegen finde ich auch diese Mitarbeit bei Draufsicht so toll, weil es eben sich nicht nur auf dieser theoretischen Ebene auch damit auseinandersetzt, wie globale Zusammenhänge funktionieren, sondern dass man eben auch ganz konkret dann sieht, wie kann ich mich denn hier in Berlin zu globalen Themen auch engagieren und wie kann ich dieses Wissen, was ich mir so angehäuft habe, auch in eine Aktion, in eine Handlung umsetzen. Also seitdem ich jetzt dabei bin, habe ich eigentlich so gut wie alles mal mitgemacht, war bei Interviews dabei, für den Ton zuständig, für die Kameraaufnahmen, war auch dann in der Nacharbeit beim Schnitt, habe ich mitgemacht und zurzeit bin ich auch in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Angefangen habe ich damit, den Ton bei einem Interview zu machen. Das heißt, ich saß einfach mit Mikrofon irgendwie unterhalb der Kamera und habe mir das Ganze mal von außen angeschaut und konnte mir da noch gar nicht vorstellen, irgendwie ein Interview mal selber zu führen. Seitdem ist aber eigentlich in relativ kurzer Zeit auch viel passiert. Ich habe in der Produktion jetzt der eigentlichen Filme dann eigentlich schon jede Aufgabe übernommen. Ich war beim Schnitt dabei, ich habe mich um Schnittbilder gekümmert, ich habe selber Interviews geführt.
Ich bin erst eigentlich seit 6 Wochen oder so bei Draufsicht. Ich habe noch keine besonderen Aufgaben, aber ich mache sehr gern mit. Ich gehe zu den Treffen. Ich bin für die aktuelle Sendung ein Teil des Produktionsteams und ich habe auch einen Kurs über Videoproduktion gemacht. Und war dann jetzt beim letzten Beitrag auch in der redaktionellen Leitung tätig und habe mich um das Konzept einer Sendung praktisch gekümmert. Also wie werden die verschiedenen Interviewbeiträge in eine gute Reihenfolge gebracht, wie kann man dadurch verschiedene Sprechertexte irgendwie den roten Faden klar machen und wie das Gesagte dann eben auch durch Schnittbilder gut unterlegen. Also insofern eigentlich von den handwerklichen Basics bis zur Konzeption einer Sendung war ich jetzt bei allem inzwischen auch schon mit dabei. Hallo und willkommen zu Draufsicht, was steht in deiner Macht? Heute widmen wir uns dem Thema Urban Farming und grüne Stadtnutzung. Übersetzt heißt das ja Stadtgarten, ne? Also Stadtgärtnern. Urban Farming, Gemeinschaftsgärten, Schrebergärten, Guerilla Gardening. Die Liste der verschiedenen Gartenkonzepte ist lang. Urbane Landwirtschaft ist auf allen Kontinenten verbreitet. Modelle gibt es viele. Von der Subsistenzwirtschaft in den Ländern des Südens bis zu grünen Oasen, die auf Brachflächen als sozialer Kitt und gegen den Verfall von Stadtvierteln entstehen. Also ohne scheinbares Konzept wird das hier angelegt und es funktioniert. Das finde ich sehr imponierend. Gelernt habe ich bei Draufsicht eigentlich, wie man von einer ersten Idee zu einem fertigen Filmbeitrag kommt und dass da jede Menge Arbeit dahinter steckt. Gerade die technischen Sachen hatte ich vorher wirklich überhaupt keine Idee von oder keinen Eindruck vorher bekommen. Und auch das für die Öffentlichkeitsarbeit habe ich von den Leuten aus dem Team gelernt. Dass Filmmachen wirklich eine absolute Teamaufgabe ist, die man am Anfang sehr gerne unterschätzt vom Aufwand her, die sich aber mit einem tollen Team auch total lohnen kann. Denn den Output, den wir dort in den letzten Jahren generiert haben, der ist, glaube ich, schon sehr sehenswert geworden. Ich habe schon mal ziemlich viele ehrenamtliche Mitarbeit bei entwicklungspolitischen Organisationen gemacht, aber immer mit ziemlich traditionellen Methoden. Deswegen hoffe ich viel über neue Methoden zu lernen. Gelernt habe ich auch total viel durch die Gruppe, weil wir einfach total unterschiedliche Leute sind, die irgendwie unterschiedliche Dinge studiert haben, unterschiedliche Interessen mitbringen und dadurch auch ganz unterschiedliche Ideen und auch Ansichten dazu quasi ausgetauscht werden darüber, was ist Entwicklung, was kann man dafür tun, dass es quasi auf der Welt ein Stück weit gerechter zugeht. Und dieser Austausch mit diesen Menschen einfach, das finde ich auch total wertvoll. Berlin gilt als eine der vielfältigsten Städte Deutschlands. Ein Begriff, der im Zusammenhang mit dieser Vielfalt häufig gebraucht wird, ist Inklusion. Auch in der Entwicklungszusammenarbeit wurden die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung lange übersehen. Wir wollten von Gabriele Weigt, der Geschäftsführerin von BZEF, wissen, was ihr Verständnis von Inklusion ist. Die Definition von Inklusion ist eigentlich ganz einfach. Das heißt, von Anfang an dabei sein. Ja, also Mitarbeit würde ich natürlich jedem empfehlen, einfach weil man die Möglichkeit hat, selbst zu recherchieren und selbst mal gewisse Themen anzusprechen. Und man muss nicht immer das nehmen, was man in den Medien schon liest, sondern kann sich auch sein eigenes Bild, seine eigene Meinung bilden. Das macht schon sehr viel Spaß. Also einfach weil man für sich was macht, indem man sich halt selbst auch informiert über bestimmte Sachen, mit denen man vielleicht auch vorher gar keinen Kontakt hatte. Ich finde es einfach eine total tolle Sache, irgendwie eine total tolle Möglichkeit, eben sowohl was über die Produktion von Medien zu lernen und sich quasi ein bisschen weiterzubilden in diesem technischen Bereich und gleichzeitig das mit solchen Themen des globalen Lernens zu verbinden. Es gibt ganz viele verschiedene Betätigungsfelder, da findet eigentlich jeder etwas. Das reicht von der Recherche über Tonaufnahmen, Kameraführung, Schnitt, Drehbuchgestaltung, Interviewfragen. Ich könnte noch endlos weitermachen. In dieser Aufzählung. Ich kann euch einfach nur empfehlen, kommt zu einem unserer regelmäßigen Treffen vorbei. Da könnt ihr euch mit dem Team bekannt machen und dem, was wir gerade an neuen Folgen planen und ein bisschen eintauchen in Draufsicht und uns alle kennenlernen.